sind hier im Museum auf Popcorn und es erwarten uns ganz, ganz viele spannende Sachen. Ich habe schon so viel gesehen, das sieht vielversprechend aus. Es ist crazy und macht euch auf jeden Fall gute Laune. Also kommt her. Ich habe das schon gesagt. Ach so. Oh. Ich wollte doch noch sagen, wer du bist. Ach so. Wow, okay, wir gehen. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Ihr seht schon eine andere Kulisse. Heute gibt es was Besonderes. Ich habe euch davon erzählt, wir sind im Museum of Popcorn. Das sagt ja schon alles. Also hier gibt es ganz, ganz viele Popcorn-Sorten, aber das ist eigentlich nicht die Hauptsache. Ihr habt hier 23 Räume mit unterschiedlichen Motiven, wo ihr richtig coole Fotos machen könnt. Ich teste das heute einfach mal für euch, zeige euch so die Räume und es gibt aktuell auch zwei Räume, wo ihr Fotos mit LOL machen könnt. Also die sind richtig darauf ausgelegt. Einmal, ach, ich zeige es euch einfach. Komm, wir gehen mal los. Gummi jetzt. Hey! Was willst du trinken? Ich hab leider nichts an. Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Oh. Okay, das ist cool. Oh, das ist richtig cool. Kannst du dich jetzt so schlagen? Okay. Braves Pferdchen. Ah. So, ich habe jetzt hier noch was rausgefunden. Es gibt nämlich ein Gewinnspiel und ich zeige euch gleich, was ihr dazu machen müsst. Da könnt ihr zweimal kostenlosen Eintritt gewinnen, hier für das Museum of Popcorn, plus ein Makeover mit Friseur und sowas, da werdet ihr schön gestylt. Das gibt es fünfmal zu gewinnen. Hier gibt es nämlich so eine Karte, die müsstet ihr euch dann holen. Die gibt es am Eingang, müsstet ihr dann nachfragen. Und dann müsst ihr finden, wie oft MC Swagwurst hier irgendwo verteilt ist im Popcorn-Museum. Ich habe schon ein paar gefunden. Ich dachte, ich könnte es euch vielleicht verraten, aber ich glaube, ich darf es euch nicht verraten. Und
man kann hier auch seinen Geburtstag feiern. Ich hab mich erstmal ein bisschen informiert, was es hier alles so gibt. Man kann hier seinen Geburtstag feiern oder Junggesellenabschied. Und da gibt es extra Pakete. Das heißt, es ist günstiger als die Preise, die ihr im Internet seht. Dann müsstet ihr eine E-Mail schreiben an das Popcorn-Museum. Und dann könnt ihr euch genau sagen, okay, wenn es so und so viele Leute sind, dann kostet das so und so viel. Weil es gibt ja zum Beispiel am Eingang auch noch Popcorn. Das kann man dann auch dazu buchen. Man kann auch ein Makeover buchen. Man kann einen Fotografen mit dazu buchen, je nachdem, was man halt machen will. Man kann bestimmt auch irgendwelche Hochzeitsfotos oder sowas hier machen. Fällt mir da gerade ein. Das ist nämlich eigentlich auch eine ganz coole Location. Ich bin auf jeden Fall begeistert von dem Ganzen, was ich jetzt hier schon gesehen habe. Du auch? Ja. Yeah. Ben muss ja sagen. So, jetzt geht's weiter. Okay. Hast du das gefilmt? Ja, natürlich. Ja, okay, tschüss. Ah! Raus? Warte, jetzt muss ich irgendwie seriös werden. Das sieht nicht seriös aus, oder? Selber drauf. Okay, das war jetzt ein Video. Oh.
So Leute, ich habe hier gerade was gefunden bei der Location, nämlich das hier. Ich habe mir gedacht, ich bin mal ganz heimlich so, ich nehme einfach mal was auf und ich mache einfach mal kurz ein Unboxing von den Stickern. Ey, Quatsch, das sind keine Sticker, das sind Sammelkarten, die neuen Sammelkarten von LOL. Ich habe auch schon welche gesehen, die liegen hier schon ausgepackt. Gut, Moment mal. Ich glaube, die gibt es sogar schon seltener. Das sind ja diese Schimmerkarten. Ich denke mal, dass die wahrscheinlich selten sind. Ich als alter Sammelprofi von Karten, wobei, naja gut, wir haben ja damals die meiste Zeit eigentlich Fußballkarten ausgepackt, deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen was anderes. Aber ich habe die alten LOL-Karten auch ausgepackt. Eigentlich bin ich euch immer noch die Sticker schuldig, aber die sind jetzt auch schon wieder so alt. Es gibt bestimmt schon wieder neue. Ich mache jetzt einfach mal das auf. Oh, ich sehe schon wieder hinten, ist glaube ich auch eine seltene. Den habe ich nicht. Cool Cat. Ich muss jetzt selber mal gucken. Funny Me? Nee, also den Namen würde ich kennen. Die habe ich auch nicht. Aber die habe ich. Ach so, und das ist übrigens auch ein Kartenspiel. Ich habe mir erklären lassen, dass das sogar ein bisschen komplizierter ist. Also, naja, ist jetzt so, dass man das natürlich schon versteht. Es gibt nämlich so ein Spielbrett, das kann man hinlegen. Und dann kann man, glaube ich, irgendwie um die Karten spielen. Ich denke mal, das ist vielleicht ähnlich in die Richtung, was wir vorher auch gemacht haben. So mit den Werten. Oder vielleicht auch noch ein bisschen komplizierter. Naja, es gibt halt irgendwelche Regeln. Ich weiß es gerade nicht. Ich muss da nochmal nachfragen. Vielleicht mache ich sonst auch nochmal ein extra Video zu den Karten. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, falls Kommentare gehen. Dann machen wir das nämlich so. Swaggy, den habe ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, das war sogar der, der das falsche Outfit anhatte. Also hatte ich irgendwie die Hälfte von dem quasi. Das ist so eine Doppelkarte. Weiß nicht, der hat bestimmt irgendeine andere Aufgabe. Ah, das ist jetzt eine seltene. Ah, die ist cool. Das ist die, die so ein bisschen aussieht wie Cleopatra. Noch eine Schimmerparty. Birthday Surprise. Ich denke mal, dass das vielleicht von den Present Surprise Figuren kommt. Hä, und das ist so eine Dreier-Kombo. Die kann bestimmt auch irgendwie was. Da sind so Werte drauf. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Oh, da ist ja noch eine. Huch. Hä, die lag hier eben schon auf dem Tisch. Oh, die mag ich, die habe ich. Die habe ich nämlich aus Versehen mal falsch rum angezogen. Die heißt, glaube ich, New York irgendwas, oder? Ja, MC New York City. Die ist cool. Aber die sieht mit dem anderen Outfit noch besser aus, was ich hier angezogen habe. Finde ich jedenfalls. Okay, das war ein kleines Unboxing. Jetzt geht's weiter. Ich fällt gar nicht auf, dass hier mehr Karten als vorher. Den Müll nehmen wir mal mit. Wo fliegen wir denn hin? Ja, gut. Cool. Willst du auch mal probieren? Machst du gerade los? Nee. Fliegst du? Ein bisschen. Was wird das? Close up. Und ich habe auch jemanden gefunden. Hast du die mitgebracht von zu Hause? Ja, echt? Das ist meine Lieblingstasche, tatsächlich, ja. Krass. Also wenn ich mal wieder bunt und knallig unterwegs sein möchte. Ich wusste gar nicht, dass es so ist. Sie braucht aber nur noch einen Namen, also meinen Namen. Ja, ich wollte gerade sagen, weil eigentlich haben die einen Namen. Ja, ich weiß nicht, ihr kennt sie bestimmt noch, Claudia mit K. Eventuell. Ich war ganz überrascht, dass sie heute da ist. Ich wusste nämlich nicht, dass sie kommt. Ja, eben. Also es war alles ziemlich spontan und ich bin wirklich froh, hier zu sein. Ich könnte hier sogar einziehen. Ja, ne? Mhm. Ja. Wir sind schon ein bisschen durchgegangen. Du nur einmal ganz kurz und sie macht jetzt noch Fotos und ich habe dazwischendurch schon ein paar Fotos gemacht. Ich packe jetzt gleich erstmal, nee, ich packe es natürlich nicht aus, ich stelle jetzt gleich das LOL-Haus vor. Da steht ja schon, da steht es. Haben wir das eigentlich vorhin schon gezeigt? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ja, das zeigen wir gleich nochmal. Weil ihr euch so oft gewünscht habt. Und jetzt ist es endlich wahr. Endlich ist es da. Und ich gucke mir das auch an. Ja. Viel Spaß. Ja. Dankeschön. Lauf rein und kick es um. Ich lauf rein und kick es um. So, mal erstmal Fotos. Ach so, ich wollte gerade. Video und Fotos. Ja, okay, gib mal auf mich ausgepackt. Die hier. Ja, gleich raus. Das ist total schön. Ja, ich habe gedacht, das ist nicht mein Lieblings. Und im Endeffekt habe ich festgestellt, es ist doch mein Lieblings. Ich glaube, das wäre auch meine Lieblingspuppe. Kurz mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe die ja schon ausgepackt. Und eigentlich dachte ich, das hier ist meine Lieblingspuppe. Das ist Miss Direct. Und da habe ich festgestellt, dass die mir noch besser gefällt. Und jetzt kann ich sie mir mal angucken, weil ich habe die Hose nicht ausgekriegt. Die Hose? Ja, ich habe diese Hose habe ich nicht ausgekriegt. Und deswegen weiß ich leider nicht, wie sie so aussah. Aber ich finde das Outfit so besser, glaube ich. Aber weil sie richtig nice auf jeden Fall. Aber ich finde auch das Make-up, du siehst das Make-up gerade überhaupt nicht. Das sieht richtig cool aus. Oh mein Gott! Silber! Ja, vor allem sieht sie halt voll kosmisch aus. Sind schon mit einer der originellsten LL Surprise. Die sind alle originell, das ist das Schlimme. Ja, jedes Mal kommt wieder was und denke immer so, die ist jetzt aber ganz besonders. Nee, ich sagte, diese ist ganz besonders. Die. Ja, okay, die ist aber auch krass. Ja, die ist richtig krass, weil die ist halt im Gesicht so ein bisschen. Aber hier ist es. Aber die ist geschminkt wie früher so schön, die schwarzen Ränder über den Lippen oben drüber. Ja, nee, die ist Pop Art. Die sieht aus wie von Keith Haring.
Die Outfits sind halt cool. Ja, die Outfits sind aus wie Malz. Stimmt, sieht wirklich ein bisschen aus wie Malz. So ein bisschen, ja? Das war Absicht. Das war klar, natürlich. Genau, auf jeden Fall. Definitiv. Sieht leider keine aus wie ich. Oh, ich hab das gefunden. Ja, ich sorry, ich mag dich nicht so doll. Ja, ich will mich jetzt auch nicht hier so kämpfen. Also, ja. Okay, dann lassen wir das einfach. Okay. Alles gut, alles gut. So, wir kommen jetzt zum Hauptteil für mich persönlich jedenfalls. Es sind natürlich hier super schöne Räume, wir haben ganz viele schöne Fotos gemacht, aber ich habe mich so gefreut auf das Haus. Und endlich steht es hier. Ich muss es noch nicht mal zusammenbauen ausnahmsweise, sondern es ist schon fertig und jetzt kann ich mir das mal richtig genau angucken mit euch zusammen. Und es gibt sogar schon ein paar Gäste. Ich weiß nicht genau, was Lady Diva hier macht. Es gibt ja eine Serie auf YouTube, die heißt House of Surprises und ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall um dieses Haus auch geht. Also da wohnen halt die ganzen LOL-Dolls drin. Vielleicht wohnt sie ja auch drin, weil ich kenne die Serie noch gar nicht. Ich müsste mir die erstmal angucken, damit ich das überhaupt beurteilen kann. Wir fangen mal von oben an. Hier haben wir oben auf dem Dach einen Kamin. Ich meine, hallo? Auf dem Dach ein Kamin? Ich hätte gerne auf dem Dach einen Pool. Schade, dass wir hier keinen Pool haben. Aber vielleicht haben wir unten noch einen. Ich weiß nicht, warum das hier liegt. Ich glaube, das gehört zu der. Ah, die habe ich. Die habe ich ja. Das gehört zu ihr dazu. Die ist ja auch ein kleiner Star. Hier stehen halt überall irgendwelche kleinen Püppchen versteckt. Guck mal, wir haben einen Dachgarten mit einer Decke. Hier so wird gegessen mit Keksen und leckeren Getränken wahrscheinlich. Ich sehe nicht, was drin ist, deswegen wir tun einfach mal so, als ob es lecker ist. Ja, warum sollten wir es sonst trinken, wenn es nicht lecker ist? Wäre auch Quatsch. Und dann, na, das will ich eigentlich erst am Schluss versuchen. Es gibt ja nämlich eine Rutsche vom obersten Stockwerk bis nach ganz unten. Das ist ja so cool. Filmst du das gerade? Filmst du die Rutsche? Du musst die Rutsche filmen. Eigentlich wollte ich sie gerade filmen. Wir probieren sie am Ende aus, ja? Weil das ist mein absolutes Highlight. Das habe ich mir ja immer gewünscht als Kind, dass ich so eine Rutsche habe, die von oben bis nach ganz unten runtergehen. Da kann ich jeden Tag, wenn ich zur Schule muss, kann ich mit der Rutsche zur Schule rutschen quasi. Also natürlich nicht ganz in die Schule, sondern erstmal ins Erdgeschoss. Aber man rutscht ja gar nicht bis ganz nach unten. Man rutscht bis zum ersten Stock. Und ich frage mich auch, ob man hier vielleicht Wasser reinmachen kann. Das sieht nämlich ein bisschen aus wie ein Pool. Das heißt, wir hätten sogar eine Wasserrutsche. Guck mal, wir haben hier kleine Getränkehalter hier vorne. Also ich denke, das wird ein Pool sein. Da kann man das hier nämlich mit Wasser voll machen und dann hat man hier draußen seine Getränke, die man dann hier genüsslich süffeln kann. Und man kann sogar durchgucken. Schau mal, hier hast du eine Plexiglasscheibe und du kannst dann, wenn du hier drin schwimmst, von unten die Leute beobachten, wenn sie schwimmen. Das fand ich immer richtig cool. Ich hatte so, also ich war immer so in so einem Schwimmbad, da konnte man reinspringen von einem, ich glaube, 3-Meter-Turm oder so und dann konnte man unten gucken, wie die Leute ins Wasser springen. Und so ungefähr stelle ich mir das hier auch vor. Richtig, richtig cool. Okay, jetzt bin ich voll abgekommen. Wir haben hier noch eine Palme, ne? Wie auch immer die da wächst, keiner weiß es so genau. Wahrscheinlich ist sie aus Plastik. Okay, sie ist ziemlich sicher aus Plastik. Weiter geht's in der, ist das die zweite Etage? Ja, zweite Etage. Wir fangen ja komischerweise irgendwie von oben an. Normalerweise fängt man gleich von unten an. Aber was ist schon normal? Hallo! Es gibt nämlich etwas ganz Besonderes hier bei dem Haus. Das hatte ich ja gelesen. Ich glaube, wo habe ich das gelesen? Auf dem Poster war es, glaube ich, abgebildet. Ne, irgendwo habe ich es auf jeden Fall gesehen, dass man die Räume hier drehen kann. Das heißt, es kann sein, dass das hier nicht nur ein Badezimmer ist mit so richtig coolen, ich würde es schon fast Whirlpool nennen. Ich sehe zwar keine Düsen, aber wir reden uns jetzt mal ein, dass das hier ein Whirlpool ist. Mit so einer Dusche, mit so einem Duschkopf. Den kann man, glaube ich, auch verschieben. Da kann man hier auch noch Wasser einlassen und dann drehen wir den Raum. Oh, auf der anderen Seite hat man dann einen... Ach so, ich dachte, man hat einen Schminktisch, aber das ist ja offensichtlich eine Toilette, oder? Ist das eine Toilette hier? Also die Toilette, die kann man auch verschieben. Das heißt, die müssten nicht unbedingt hier stehen. Man könnte die auch woanders hinstellen. Aber das hier, das macht natürlich schon Sinn. Hier kann man sich dann... Das ist gar kein Schminktisch, hä? Ich hab gedacht, das ist Schminktisch. Das ist ja ein Waschbecken, also so ein, ja, so ein Waschtisch quasi. Aber mit Schubladen. Also hier kann man sich wohl doch auch schminken. Oh, da ist was drin. Ja, das sind wahrscheinlich einfach nur irgendwelche... Moment mal, ich habe irgendwas Geheimes gefunden. Vielleicht ist ja irgendwas Cooles da, was keiner entdeckt hat bisher. Ah, ich habe eine Zahnbürste gefunden. Guck mal, ich habe eine Zahnbürste gefunden. Jetzt muss ich die anderen Schubladen auch noch angucken. Vielleicht ist ja auch noch was drin. Das ist sogar eine elektrische. Die stellen wir mal hier oben hin. Hä, die muss doch hier nach draußen. Hat bestimmt jemand nicht gemerkt, dass er nicht alles ausgepackt hat. Jetzt. Ja. Ah, da ist nichts drin, leider. Auch nicht. Die klemmt. Okay. Oh.
War gar nicht so schwer. Ja, das ist leider auch nichts. Okay, naja, aber immerhin, wir haben einen Schatz gefunden. Eine Zahnbürste. Ein großer Schatz. Guck mal erstmal hier drüben. Hier ist nämlich auch noch was. Hier hinten, da kann man seine Handtücher auf... Nee, ist das seine Handtücher? Nee, das sieht eher aus wie ein Spielzimmer, oder? Was würdest du sagen? Ist das ein Spielzimmer? Mit so ganz vielen Boxen. Und da steht auch wieder jemand. Die habe ich auf jeden Fall nicht. Oh, das ist eine, die wird gerade so vermessen. Die hat hier so ein Maßband um sich rumgewickelt. Entweder sie ist die selber Designerin oder sie wird gerade angekleidet und bekommt danach so ein richtig cooles Kleid. Oder das ist das Kleid, was sehr abgefahren aussieht. Dann ist das vielleicht eher so ein Ankleidezimmer, könnte ich mir vorstellen. Weil da sind auch Schuhe und hier sind auch noch Handtaschen. Und dann würde ich mal sagen, das ist vielleicht Ankleidezimmer. Das passt ja auch neben dem Bad und neben dem, ja, neben der Toilette. Also macht ja schon irgendwo auch Sinn. Und das haben wir auf der anderen Seite. Tja, was würdest du sagen? Was ist das? Oh, die liebe ich. Die steht auch bei mir im Regal. Die mag ich so gerne. Die finde ich so schön. Ich liebe ja diese blauen Haare bei den L. Was ist denn da los? Da hängt der Hintern raus. Das gehört sich aber nicht. Das muss man mal hier richtig anziehen. Hier ist auf jeden Fall eine Couch, also so ein kleines Sofa, wo auch jemand wieder drauf sitzt. Also würde ich dann schätzen, dass das hier vielleicht so eine Lounge-Ecke oder ein Wohnzimmer ist. Da befindet sich nämlich auch noch ein Radio im Regal und so eine Lampe und so ein Handyladegerät. Dann noch ein Spiegel. Also ich finde, das passt. Mir ist alles runtergefallen. Ein bisschen was. Was macht das denn hier eigentlich? Das gehört doch auch nicht dahin. Das ist so eine Schminkpalette, glaube ich. Pinsel und Schminkpalette. Das kann man dann wahrscheinlich so schließen. Und das geht nicht. Aber das würde ich dann vielleicht auch eher so dahin stellen. Oder? Badezimmer? Wenn ich nicht noch was Besseres finde gleich. Die ist ja auch süß. Die kenne ich noch nicht. Das ist wahrscheinlich auch von der neuen Serie. Jetzt kommen wir in den ersten Stock. Hier ist eine richtig fette Küche. Sogar mit Essen. Wir haben einen kleinen Burger. Oh, der klebt hier unten dran am Teller. Kann man den auch abmachen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der gehört so. Also ein Burger mit Teller und Popcorn, was natürlich heute richtig gut passt hier zum Museum of Popcorn. Ich habe ja auch schon mein Popcorn da um die Ecke stehen. Mit Bratapfel, das ist einfach unglaublich lecker. Schoko ist auch sehr lecker. Die anderen Sorten habe ich noch nicht probiert, deswegen weiß ich leider nicht genau, wie die schmecken. Die würde ich gerne auch nochmal durchtesten. Ich bin ja ein totaler Popcorn-Fan. Eine Kaffeemaschine, die sieht wirklich noch so sehr nach, ich mache mir meinen Kaffee selber aus, so Espresso-mäßig. Dann haben wir ein Waschbecken, da kann man auch den Haar hin und her schieben. Und vielleicht kann man sogar auch hier die Türen öffnen, also die Schubladen. Ach, guck mal, hier ist Besteck drin. Siehst du das? Kann man sehen? Besteck und so ein Pfannenwender. Hier unten ist noch nicht. Da ist leider nichts mehr. Da auch nicht. Hier kann man auch alles öffnen. Und dann gibt es bestimmt hier eine Geschirrspülmaschine, oder? Oder es gibt auch keine. Doch, es gibt doch eine. Oh, das ist sogar voll. Nee, guck mal. Hier kann man ja sogar eine Sachen waschen. Ach, da kann man vielleicht doch den Teller abnehmen. Und das hier ist für Besteck. Cool. So, jetzt habe ich auf jeden Fall die Tür hier abgerissen, weil das macht man heutzutage so. Bevor man das öffnet, reißt man immer erstmal die Tür ab. Das mache ich zu Hause auch immer nicht. Hier geht es dann auch auf. Und das ist dann, was ist das? Das ist bestimmt eine Mikrowelle, oder? Ich tippe Mikrowelle. Hier ist zwar kein Knopf, aber doch, da steht irgendwas mit. Zap-Matic. Macht man seinen Burger? Doch, man kann Burger in der Mikrowelle machen, aber die schmecken dann immer so sapschig. Also das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Aber vielleicht haben die ja so ganz besondere Burger, die besonders lecker sind, wenn man das macht. Dann haben wir einen Topf, sehr bunt, kann man auch öffnen und den kann man hier oben drauf stellen. Und dann kann man da kochen. Und das hier, das ist ein Teekanne vielleicht. Und eine Pfanne. Eine Pfanne, die könnte man sonst auch noch draufstellen. Also wir haben hier richtig viele Utensilien, das finde ich total cool. Ich glaube, so viele hatten wir bisher noch nicht. Ich habe noch einen Deckel gefunden, der gehört, glaube ich, auf die Kanne. Und auch das hier kann man wieder drehen. Das heißt, wir haben eigentlich immer eine doppelte Anzahl an Zimmern, so gefühlt jedenfalls. Was ist das denn? Das finde ich richtig cool, wenn man das hier rumdreht, dann hat man nämlich auf der anderen Seite so eine Sitzecke. Also man kann da drüben halt kochen. Ich habe das jetzt ein bisschen komisch aufgebaut. Und auf der anderen Seite kann man dann hier seine Stühle hinstellen und essen. Also quasi wie ein Esszimmer. Und in der Ecke haben wir einen Kühlschrank. Da gibt es auch nochmal richtig viel. Boah, hier ist richtig voll. Milch, Saft, Pommes, Toast mit Ketchup? Nee, Toast mit Marmelade vielleicht. Da oben haben wir noch irgendwas. Hier so Getränkehalter und Eiscreme. Yummy. Yummy. Liebe Leute, ich muss mich ein bisschen ranhalten leider, weil es ist schon geöffnet und es wird gerade sehr, sehr laut. Ich hoffe, das funktioniert alles noch mit dem Sound, dass das so geht. Aber wir halten uns ran und ich versuche euch natürlich trotzdem alles zu zeigen. Wir gehen einfach mal weiter nach da drüben. Da haben wir das Schlafzimmer. Hä, ist das Schlafzimmer direkt neben der Küche? Und irgendwie hat hier Queen Bee einen Abgang, gemacht. Was macht die denn da hinten? Ist das ein Balkon oder was? Ich weiß nicht. Oh, ich glaube, das ist ein, ist das ein Fahrstuhl? Nee, oder? Hä, ist das ein Fahrstuhl? Doch, das ist ein Fahrstuhl. Ach, guck mal, das ist ein Fahrstuhl, das ist ja cool. Das heißt, man kann mit ihr hier so reingehen. So, zack. Und dann kann man sie hochfahren in den nächsten Stock. Boah, das ist ja cool. Boah, ich liebe Fahrstühle. Auf jeden Fall, in Puppenhäusern finde ich Fahrstühle ziemlich cool. Ja, Mann, das ist ja echt toll. Hier, wer ist das denn bitte? Hä, wie sieht die denn aus? Ist das ein Heiligenschein oder ist die irgendwie
Was würdest du sagen, ist das? Das ist ein besonderer Tellerträger. Die trägt einen goldenen Teller auf ihrem Kopf. Oder sie ist eine Superheldin. Das wäre vielleicht auch möglich. Die hat auf jeden Fall ihre Flasche mitgebracht und einen Fernseher. Warum steht der Fernseher denn auf dem Bett? Nee, da gehört er aber nicht hin. Kann man das auseinanderbauen? Das sieht so aus, als könnte man das hier auch noch verändern. Guck mal, man kann das hier hochschieben. Ich weiß zwar nicht genau, wozu das jetzt gut ist, ob das vielleicht dann ein Hochbett wird oder ob man das Hochbett zum Sofa umbauen kann. Boah, das weiß ich nicht. Vielleicht kann man hier unten drunter auch noch irgendwas machen. Da ist auch was drin. Ah, hier sind die Decken. Oh, hier kann man also auch noch mal was verstauen. Auf beiden Seiten. Hier ist auch noch eine Decke drin. Und man schläft hier vor dem Kamin. Also hier gibt es noch ein Kamin. Die haben es so richtig heimelig hier. Da unten ist noch ein Katzenkorb. Die haben bestimmt auch eine Katze. Da liegt nämlich auch eine Maus daneben. Ja, ich stelle jetzt erstmal den Fernseher wieder aufs Bett. Ich weiß nicht, ob der wirklich da... Wir könnten ihn auch vielleicht hier hinstellen. Da macht das mehr Sinn, ne? Dann kann man von da aus gucken. Und jetzt kommen wir in die unterste Etage. Also Erdgeschoss. Seht ihr mich überhaupt noch? Ich muss mich auf den Boden legen. Ja, das sieht fast eher aus wie ein, wie heißt das? Ein Fastfoodladen. Also ich denke mal, dass das hier wahrscheinlich das normale Esszimmer sein sollte, weil man hier halt auch ganz normal sitzen kann. Und auch hier gibt es wieder Utensilien. Wir haben noch Mayo, Ketchup, Pommes. Sag mal, wo sind denn die gesunden Zutaten hier? Ich habe gar keinen Apfel gesehen und keine Banane. Die müssen wir vielleicht noch dazu kaufen. Vielleicht gibt es die ja irgendwo. Und da hinten, im Hintergrund, da sieht das so aus, als könnte man irgendwas da drauf stecken. Ich habe es jetzt natürlich nicht selber ausgepackt, deswegen weiß ich nicht, was noch fehlen könnte. Oder es sind Lampen. Vielleicht sind das auch Lampen. Ja, das weiß ich nicht. Ach so, vielleicht liegt das daran. Oh, das hat jetzt auch gequetscht. Das hier irgendwas raus. Was gehört denn dahin? Nein, ich weiß nicht, was dahin gehört. Das ist nämlich eine Leinwand. Aber warum gucken denn hier so denn zwei Sachen raus? Weiß das vielleicht jemand von euch? Irgendwas muss es doch geben, was man hier vielleicht noch dran befestigen kann. Aber was? Tja, man kann auf jeden Fall hier schön auf dem Boden sitzen. Hier ist nämlich auch wieder Popcorn. Und hier haben wir so zwei Kissen davor. Und dann haben wir natürlich auch eine schöne Anlage. Und das hier ist so ein richtiges, ja, so ein Entertainment-Bereich. Würde ich jetzt mal drauf tippen. Weil da haben wir so eine Jukebox. Da kann man also richtig cool Musik hören. Hier haben wir ein Menü. Ich glaube, das ist doch sowas in der Art wie so ein Unterhaltungs-Essens-Entertainment-Bereich-Raum für alle möglichen Leute. Und darüber gibt es vielleicht Wohnungen oder sowas. Kann ich mir jetzt gerade irgendwie sonst nicht anders erklären. Hier in der Ecke ist nämlich auch noch was Cooles. Neben diesen ganzen Essenssachen, die wir da eben gesehen haben. Da gibt es ein paar Dattelautomaten. Da kann man wirklich coole Spiele spielen. Und es gibt sogar auch umsonst Wasser. Also Wasser gibt es umsonst. Das ist ja interessant. Vielleicht ist das so ein Gemeinschaftsbereich oder so ein Gemeinschaftsraum irgendwie. Und es gibt noch was ganz, ganz Tolles, nämlich hier links ein Bereich für die Garage. Das Auto haben wir leider, glaube ich, hier nicht. Das heißt, das kann ich euch nicht zeigen. Hier kann man so reinfahren mit dem Auto. Oh, nein, wisst ihr, was das ist? Das ist ein Drive-In. Das ist ein Drive-In. Das ist wirklich so ein Essensladen, also wie so ein Fastfood-Restaurant. Weil hier steht nämlich auch total Today Specials. Hier gibt es einen Burger, Waffle Fries, Ice Cream und da so die Menüs. Und da steht nämlich Drive-Thru. Also kann man hier mit seinem Auto durchfahren, kann dann hier was bestellen und dann machen die da das Essen an der Theke. Das ist ja richtig cool. House of Surprises. Das heißt, es ist gar nicht nur eine Wohnung, sondern es ist wirklich so ein Haus für alles. Also ein Überraschungshaus. Und zum Ende jetzt. Ach, tut mir leid, ich hätte so gerne noch länger irgendwie alles gezeigt, weil es sind auch so schöne Sachen aufgemalt. Da steht Pool. Ich habe es doch richtig gesagt. Da steht Pool. Ich wusste es. Und jetzt wollen wir einmal jemanden runterrutschen lassen. Ich würde sagen, nehmen wir eine kleine oder eine große? Eine kleine funktioniert wahrscheinlich besser. Nehmen wir mal sie. Sie habe ich noch gar nicht gezeigt. Die kenne ich auch noch nicht. Wir nehmen sie und gehen dann hier oben so rein. Und dann rutsch, rutsch. Oh, sie kommt. Oh, sie rutscht sehr langsam. Wenn wir hier vielleicht Wasser drauf machen würden, würde sie doch schneller rutschen. Ja, cool. Die ist halt echt lang, die Rutsche, ne? Und auch echt bunt. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert mit den Großen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen schwierig wird, dass sie von alleine rutschen. Und die muss man wahrscheinlich einfach so in die Hand nehmen. Und dann rutschen die halt so mit dir in der Hand. Mal gucken, so halt. Kann man sie hier so runterrutschen lassen. Sie hängt mit ihrer Handtasche fest. Jetzt rutschen wir mal mit ihr hier runter. Rutscht die vielleicht doch alleine? Nee. Aber das finde ich ganz gut, weil dann ist es nämlich nicht so schnell. Dann kann man das besser mit der Hand sozusagen spielen. Zack, und hier kommt sie dann unten im Pool an. Dankeschön, Lady Diva, für diesen Test. Ich hätte sie auch gerne getestet, aber ich bin leider zu groß. So, das war's. Hier ist schon richtig Highlife. Ich kann leider nicht mehr irgendwas groß erzählen, weil es so laut ist. Aber wir hatten sehr viel Spaß heute. Und ich bedanke mich natürlich wieder ganz herzlich bei LOL, dass ich wieder an so einem coolen Event teilnehmen durfte. Es hat extrem viel Spaß gemacht, wieder so ganz andere neue Sachen zu entdecken, was man normalerweise nicht erlebt. Das ist halt auch nicht normal, ne, dass man solche Sachen erleben darf. Deswegen vielen Dank und vielen Dank auch an Ben, der mich mal wieder begleitet hat. Er nickt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
weiße professionelle Lippenstift drauf machen. Alter! Das gibt's doch gar nicht. Das kommt in die Outtakes. Vorstellung und dann Realität. So, jetzt geht's weiter. Was auch immer danach kommt, ich weiß noch nicht. Ah, ich rutsche. Ja, okay. Ich war mal, ich glaube mal nicht sowas, aber hört sich doch nicht mehr. Heute sieht es einfach nur noch bescheuert aus. Wir sehen jetzt ganz sportlich aus. Security! Ich gehe nicht allein. Ja, toll. Okay, jetzt war es ein Video. Ich weiß nicht, wo ich hinkomme. Ja, mach einfach. Okay, ja. Und ich bedanke. Can you look to me in darkness when there's no more light?